Ich denke, wir alle werden SpongeBob Schwammkopf kennen und früher mal im Fernsehen uns auch die Folgen angesehen haben. Doch das, was ihr heute hören werdet, werdet ihr definitiv noch nicht wissen. Denn ich möchte mit euch heute einmal fast den gesamten SpongeBob-Eisberg durchgehen und euch all die gruseligen Fakten und Mysterien nennen, die ihr über diese Sendung noch nicht wusstet oder über die ihr euch noch nie Gedanken gemacht habt. Ich verspreche euch, dass ihr nach diesem Video heute SpongeBob in einem anderen Licht sehen werdet und ich vielleicht eure Kindheit auch ein Stück weit kaputt mache. Ganz kurz, bevor der Eisberg losgeht, möchte ich nur kurz erklären, warum ich sage fast der ganze Eisberg. Es geht letztendlich darum, dass ich einige Punkte des Eisberges rausgestrichen habe, weil sie einfach nicht interessant genug gewesen sind oder eben zum Beispiel nicht besonders waren. Das bedeutet, ich habe versucht, wirklich Dinge rauszusuchen, die, je nachdem wie tief wir in den Ebenen gehen, wirklich immer und immer schlimmer werden. Also, lehnt euch zurück und viel Spaß bei dem wirklich gruseligen SpongeBob-Eisberg. Wir beginnen mit der ersten Ebene. Hier stehen die Mysterien, die eigentlich relativ bekannt sein sollten, doch vielleicht haben manche von euch nicht davon gehört. Erstmal Staffel 1 bis 4. Die ersten vier Staffeln von SpongeBob sind bekannt als die goldenen Jahre der Serie. Die Zeit, an die sich die meisten gerne zurückerinnern, wo SpongeBob noch unschuldig und lustig war, bevor die Witze der Serie ins Groteske und manchmal sogar Ekelhafte abdrifteten. Dies lag damals unter anderem daran, dass Steven Hillenburg, der Schöpfer der Serie, noch involviert gewesen ist. Erst nach seinem Abgang von der Serie kam es zu immer skurriler werdenden Staffeln. Behaltet das Ganze unbedingt für den folgenden Eisberg im Hinterkopf. Thaddäus hat Depression. Dies ist etwas, das ziemlich offensichtlich ist, wenn man darüber nachdenkt. In mehreren Folgen ist erkennbar, dass Thaddäus eine sehr tief sitzende Trauer in sich verspürt. Er lebt zwischen Nachbarn, die er nicht mag, hat einen Job ohne Perspektive, seine Kunst wird nicht anerkannt und er muss ständig mit neuen Rückschlägen kämpfen. Hinzu kommt, hat er plötzliche und manchmal unlogisch erscheinende Ausbrüche von Trauer und Wut. Diese Aspekte deuten eigentlich klar darauf hin, dass Thaddäus mit seinem Leben unzufrieden ist. Wie ausgeprägt diese Unzufriedenheit wirklich ist, wird aber am besten in der Folge das Tentakelparadies gezeigt. In dieser Folge kommt Thaddäus in eine Stadt, wo nur andere Tintenfische leben, die genauso leben wollen wie er. Er kann dort alles tun, was er will. Und obwohl er dort alle Freiheiten hat und eigentlich das perfekte Leben führen müsste, sehen wir zu, wie er immer und immer trauriger wird. Man könnte dies natürlich darauf schieben, dass er einfach nur in einem alltäglichen Trott gefangen ist und das Ganze ihn beschäftigt, aber andere Tintenfische, die genauso sind wie er, fühlen sich genau an diesem Ort absolut wohl. Es ist eher seine eigene Trauer und Unzufriedenheit und in dieser Folge bemerkt er selbst, dass er selbst am glücklichsten Ort der Welt für ihn keine anhaltende Freude verspüren kann. Astrologie mit Thaddäus. Astrologie mit Thaddäus ist in Deutschland nicht sonderlich bekannt. In Amerika aber gab es 6 Folgen, die zwischen 2000 und 2001 im Fernsehen liefen. Dabei sah man Thaddäus, wie er für einige Sternzeichen sich ein Horoskop ausdachte. Das Ganze war nur als ein kleiner Gag für zwischendurch gedacht. Dieser Gag lief zwischen den einzelnen Episoden oder zu Beginn von Werbeunterbrechungen. Auf YouTube könnt ihr sie nachschauen, wenn es euch interessiert. 7 Todsünden. Das Ganze ist ein klassisches Mysterium aus SpongeBob. Es geht darum, dass angeblich die Hauptcharaktere der Serie nur Metaphern für die christlichen Todsünden sind. Todsünden sind im christlichen Glauben sehr schwerwiegende Sünden, die den Alltag eines jeden Menschen stetig begleiten. Hierbei geht es um Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. In SpongeBob sollen nun also Charaktere einzelne Sünden dauerhaft ausleben und verkörpern. Mr. Krabs ist da zum Beispiel die Habgier, was Sinn macht, weil er die ganze Zeit Geld haben will. Thaddäus ist Zorn, Plankton ist Neid, Patrick ist Trägheit, Mrs. Puff oder Gary, je nachdem, sind Völlerei, Sandy ist Hochmut oder Stolz und zu guter Letzt soll SpongeBob selbst Wollust sein. Aber dies klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam und nicht so passend, aber man interpretiert das Ganze häufig so, dass SpongeBob einfach für extreme Liebe steht, weil er Liebe für jeden empfindet. Ob das Ganze Absicht der Produzenten war, kann man allerdings nicht sagen. Mein Bein.
Mein Bein oder My Leg ist ein Fisch aus Bikini Bottom, der sehr arm dran ist. Denn in mehreren Folgen kommt es dazu, dass eine Gruppe aus Fischen sich irgendwie wehtut. Dabei wird es immer irgendeinen Fisch geben, den man leise im Hintergrund rufen hört, My Leg. Sprich, er schreit aus, dass er sich das Bein verletzt hat. Dies ist ein Inside-Joke bei den Produzenten und wird bis heute immer und immer wieder in der Serie eingebaut. Der offizielle YouTube-Kanal von SpongeBob hat sogar eine ganze Compilation dazu hochgeladen. Kommen wir nun zu Ebene 2. Wir kommen jetzt schon in tiefere Gewässer, doch aus Ebene 2 habe ich einige Mysterien rausgestrichen, weil sie einfach nicht sonderlich interessant waren. Also fangen wir an. Der erste Film war das Ende von SpongeBob. Im Internet wird immer wieder behauptet, dass der allererste SpongeBob-Film tatsächlich das Ende der Serie war. Das Ganze klingt wie eine verrückte Theorie, dass SpongeBob ja bis heute immer noch weiterläuft, doch genau diese Theorie ist tatsächlich wahr. Hindenburg plante, dass der erste Film die Serie für immer beenden soll. SpongeBob rettet am Ende des Films Bikini Bottom, alle sind glücklich und Plankton wurde besiegt. Doch Steven Hindenburg kam nicht gegen Nickelodeon an, die die Rechte zu SpongeBob besaßen. Da diese Serie unfassbar erfolgreich war, wurde die Marke immer und immer wieder erneuert. Es wurde sich einfach über Hindenburg hinweg entschieden, dass diese Serie nicht enden darf. Vermutlich war dies einer der Gründe, warum Hindenburg die Show kurze Zeit später dann auch verließ, weil seine Show das Ganze nicht mehr gewesen ist. Gary und Patrick sind Cousins. Auch hier klingt das Ganze verrückt, doch es ist tatsächlich wahr. In einer Folge, wo es darum geht, dass Patrick angeblich von adliger Abstammung ist, wird ein Stammbaum von ihm gezeigt, der das Ganze belegen soll. Bei diesem Stammbaum ist klar zu erkennen, dass Gary zu Patricks Verwandtschaft gehört und tatsächlich ein Großcousin von ihm ist. In der Sendung selbst wird das aber nicht weiter kommuniziert. Bikini Bottom Mysteries. Bikini Bottom Mysteries ist eine Videoreihe auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SpongeBob. Es ist eine Reihe, die sich mit unterschiedlichen Geheimnissen aus Bikini Bottom beschäftigt. Dabei versucht man, seltsame Dinge möglichst gruselig darzustellen. Das Ganze ist tatsächlich sehr interessant und amüsant mit anzusehen und ich kann es euch sehr empfehlen. SpongeBob Parodien. Hierzu gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Gebt einfach selbst mal auf YouTube SpongeBob Parodie ein und ihr werdet hunderte Parodien finden, von denen manche wirklich unfassbar gruselig und verstörend sind. Die erste SpongeBob-Folge ist verschwunden. Ich denke, die meisten von euch werden die allererste Folge von SpongeBob kennen. Es ist die Folge Help Wanted, in der SpongeBob sich bei der Krossen Krabbe bewirbt und nur deswegen eingestellt wird, weil er Thaddeus und Mr. Krabs vor einer Horde Sardellen rettet, indem er extrem schnell hunderte Burger fertig macht. Diese Folge soll aber angeblich verschwunden sein, zumindest auf ganz vielen DVDs. Denn tatsächlich ist auf vielen DVDs der ersten Staffel zu SpongeBob genau die allererste Folge nicht enthalten. Dies liegt einfach daran, dass in der Folge ein Lied von Tiny Tim verwendet wurde, Living in the Sunlight. Sie hatte zwar die Rechte an diesem Lied, beziehungsweise die Rechte dafür, dieses Lied zu verwenden in der Folge, aber sie durften dieses Lied nicht auf einer DVD veröffentlichen und damit Geld verdienen. Und genau daher fehlte diese Folge so häufig. Mittlerweile wurden die Rechte dafür aber erworben. Kommen wir nun weiter zu der nächst düsteren Ebene und ich kann euch versprechen, dass wir jetzt sehr schnell sehr gruselig und seltsam werden. Nur ein Bissen, die verbotene Szene. In der Folge Nur ein Bissen geht es darum, dass Thaddeus sich in den Geschmack von Krabbenburgern verliebt, aber nicht zugeben will, dass es so ist. Damit er unbemerkt Krabbenburger bekommt, bricht er sogar nachts in die Krosse Krabbe ein, um dort den Tresor zu besuchen, in dem viele Burger lagern. Dabei wurde eine Szene tatsächlich gelöscht. Denn zum Beispiel in der deutschen Version sieht man, wie Thaddeus durch die Scheibe der Eingangstür den Tresor im hinteren Teil des Gebäudes erblickt und danach direkt davor steht. Zwischen diesen beiden Szenen liegt allerdings noch eine andere. Und in dieser anderen Szene sieht man, wie Thaddeus die Krosse Krabbe betritt und dabei die Alarmanlage aktiviert. Die Alarmanlage besteht allerdings nur aus einem Eimer voller Benzin, der über der Tür balanciert. Als Thaddeus hineingeht, fällt der Eimer runter und verteilt das Benzin auf den Boden. Dann lässt der Arm eines Roboters, der plötzlich auftaucht, ein Streichholz fallen und alles um sie herum geht in Flammen auf.
Diese Szene wurde gelöscht, da man Angst hatte, dass Kinder deswegen vielleicht anfangen würden, mit Streichhölzern zu spielen. Bob der Schwamm und SpongeBob. Die Namen Bob der Schwamm und SpongeBob sind zwar völlig unterschiedlich, aber sie stehen letztendlich irgendwie für das Gleiche. Denn sie sind die Vorgänger von SpongeBob selbst. Bob der Schwamm war der Protagonist von Steven Hillenburgs Comic, der später als Inspiration für SpongeBob galt. SpongeBob hingegen war der ursprüngliche Name für SpongeBob selbst. Eigentlich war dieser Name auch sehr beliebt gewesen, doch weil es ein Reinigungsprodukt gab, das den gleichen Namen trug, entschieden sich die Verantwortlichen, den Namen lieber zu ändern, sodass es eine Mischung aus SpongeBob und SpongeBob wurde. Bikini Bottom Nationalhymne. In der Folge Roboter Krabs baut Plankton eine Roboterkopie von Mr. Krabs, um SpongeBob reinzulegen, damit dieser die Geheimformel ausplaudert. Dabei geht SpongeBob allerdings das Sicherheitsprotokoll durch und Plankton muss einige Fragen beantworten und Tests bestehen, bevor SpongeBob irgendwelche Informationen teilen darf. Dabei muss Plankton dann auch die offizielle Hymne von Bikini Bottom singen. Dies sorgte dafür, dass eine Theorie entstand, dass angeblich Bikini Bottom ein Land ist und nicht nur eine Stadt. Auch in anderen Folgen gibt es Anspielungen darauf, dass Bikini Bottom in Wahrheit eine eigene Nation ist, mit einem eigenen Präsidenten, der sich eben um alles kümmert. Warum das Ganze nicht genauer mitgeteilt wird und immer nur so geheim hier und da erwähnt wird, weiß allerdings niemand. Ebene 4. Jetzt kommen wir zu den Theorien, von denen ihr wahrscheinlich noch nie zuvor gehört habt. Krabbenburger bestehen selbst aus Krabben. Das Ganze klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam, aber hört mir genauer zu. Tatsächlich gibt es die Theorie im Internet, dass die geheime Zutat der Krabbenburger echte Krabben sind. Dies würde erklären, wieso es zum Beispiel im Bikini Bottom selbst so wenig andere Krabben gibt. Außer Mr. Krabs und seiner eigenen Mutter sind normale Krabben nicht vorhanden. Nur in anderen Städten leben noch welche und dort teilweise auch relativ viele. Nur irgendetwas scheint vorgefallen zu sein, dass alle Krabben abseits von Mr. Krabs aus der Stadt geflohen sind. Es heißt nun, dass Mr. Krabs selbst Krabben entführt und zu Fleisch verarbeitet hatte. Weil das Ganze aber so grausam ist, ist zum Beispiel SpongeBob dazu gezwungen, dass die Geheimformel unbedingt geheim bleiben muss. Es darf niemals an die Öffentlichkeit gelangen, dass tatsächlich echte Krabben dafür geopfert wurden. SpongeBob ist Raucher. In der Serie ist mehrfach zu sehen, wie SpongeBob Seifenblasen pustet. Während er es häufig zum Zeitvertreib tut, gibt es manchmal Anspielungen darauf, dass es in Bikini Bottom das Äquivalent zum Rauchen ist. SpongeBob tut es, wenn er nervös ist oder Ruhe braucht. Er hat sogar in einer Folge erwähnt, ob er bitte einmal kurz Blasen blubbern darf, weil es ihm gerade nicht gut geht und er gerade zu nervös ist. Teilweise wird sogar gezeigt, dass er Abhängigkeit hat nach diesem Pusten von Seifenblasen und teilweise sogar Entzugserscheinungen kriegt, wenn er es nicht tun kann. In manchen Folgen sieht man sogar, wie er Seifenblasen direkt aus einer Pfeife pustet. Red Mist ist echt. Red Mist ist einer der Namen für eine der bekanntesten Creepypastas, die es gibt. In dieser Creepypasta geht es darum, dass Thaddäus seine Trauer und die Hänseleien seiner Freunde nicht mehr länger aushält und sein eigenes Leben beendet. Angeblich soll diese Folge unfassbar realistisch und wirklich gruselig sein. Es war eine der ersten Creepypastas, die unfassbaren Erfolg hatte. Doch eigentlich müsste man ja sagen, dass es ja nur eine Creepypasta ist und nicht mehr. Doch genau das stimmt nicht. Denn in einer der neuen Folgen sieht man Thaddäus, wie er unterschiedliche Türen in Paralleluniversen öffnet. Er tut dies eigentlich, weil er krampfhaft versucht, die Realität zu finden, in der er und SpongeBob eigentlich leben sollten. Und eine dieser Türen, die er öffnet, zeigt tatsächlich das berühmte düstere Gesicht von Thaddäus mit den roten Augen und dem schwarz unterlaufenen Blut. Diese Folge beweist, dass Red Mist tatsächlich zur echten SpongeBob-Welt gehört, also echt ist, aber in einem Paralleluniversum spielt, das deutlich düsterer ist als die Realität, die wir alle kennen. Die verschwundene Szene. In der Folge Zur Schnecke gemacht geht es darum, dass SpongeBob sich plötzlich in eine Schnecke verwandelt, nachdem er sich aus Versehen das Medikament für seine eigene Hausschnecke gespritzt hat. Dabei sieht man eine ziemlich gruselige und auch verstörende Transformation, wie SpongeBob sich langsam in eine Schnecke verwandelt.
Wenig später, als Thaddäus versucht, SpongeBob zu helfen, passiert ihm das Gleiche. Er wird gestochen und verwandelt sich. Doch genau hier passiert etwas Seltsames, denn man sieht in einer Szene danach, wie Thaddäus bereits verwandelt auf einem Zaun sitzt und miaut. Allerdings wird diese Szene unnatürlich gewechselt. Die neue Szene taucht einfach auf, ohne dass es den typischen Blubberblaseneffekt gibt, der normalerweise einen Szenenwechsel andeutet. Daher waren viele Fans sich absolut sicher, dass hier eine Szene gelöscht wurde, in der man mit ansehen konnte, wie Thaddäus sich verwandelt. Diese Verwandlung soll aber angeblich so gruselig und grausam gewesen sein, dass man sich entschied, sie komplett aus der Serie zu streichen, weil Kinder davon Albträume kriegen könnten. Bis heute gibt es kein offizielles Statement dazu, ob es tatsächlich so eine verbotene Szene gab. Mrs. Puffs Ehemann. In einer Folge von SpongeBob wird die Frage aufgestellt, wo sich denn Mrs. Puffs Ehemann befindet. Daraufhin wird gesagt, dass man dies nicht fragen soll, da Mrs. Puff selbst nicht gerne darüber redet. Kurz darauf wird eine Szene gezeigt, in der eine Lampe angeschaltet wird, die aus einem ausgestopften Kugelfisch gebaut wurde. Dieser Kugelfisch ist der Ehemann von Mrs. Puff, der scheinbar von Menschen gefangen wurde und in Dekoration umgebaut wurde. Dies ist an sich schon schrecklich, doch es gibt noch eine weitere Theorie zu der ganzen Sache, und zwar soll Mrs. Puffs Ehemann sich in Shelltown befinden. Shelltown ist der Name des Ladens, in dem SpongeBob und Patrick im ersten Film ausgetrocknet werden sollen. Da dieser Laden alle möglichen Dekostücke aus Meeresbewohnern herstellt, könnte es also sein, dass Mrs. Puffs Ehemann dort ist oder zumindest früher einmal dort gewesen ist. Goofy Gooba Eis. Ebenfalls im ersten Film geht SpongeBob mit Patrick zu einer besonderen Eisdiele namens Goofy Gooba. Dort bestellen sie sich einen Eisbecher nach dem anderen und wirken daraufhin extrem betrunken. Viele Leute meinen, dass entweder etwas in diesem Eis gewesen sein muss oder dass Eiscreme in SpongeBob eine Art Metapher für Bier oder dergleichen ist. Es ist letztlich die gleiche Idee wie mit den Seifenblasen, nur dass es eben hier als Metapher für etwas anderes steht. Kommen wir nun zu Ebene 5 und wir sinken immer und immer tiefer. Floorboard Harry. Erinnert ihr euch noch an die gruselige Folge aus SpongeBob, wo SpongeBob und Thaddäus eine Nachtschicht haben und Thaddäus eine gruselige Geschichte über den hackfleischhassenden Zahacker erzählt und dann plötzlich alle Dinge aus seiner Geschichte wahr werden? Am Ende dieser Folge, als das Mysterium aufgelöst wurde, sieht man erneut, wie die Lichter flackern und der Grund dafür ist Nosferatu, der gruselige Vampir, der in einer seltsamen Schwarz-Weiß-Szene am Lichtschalter steht und ihn auf und ab bewegt. Viele Leute haben sich immer gefragt, warum Nosferatu da steht und das macht, und die Antwort ist hierbei ziemlich simpel. Das Ganze war so nämlich überhaupt nie geplant gewesen. Ursprünglich sollte ein Charakter namens Floorboard Harry in dieser Folge vorgestellt werden. Dies ist ein Wesen, das unter dem Fußboden der großen Krabbe lebt und durch ein Loch die Gäste beobachten kann. Er sollte am Ende eigentlich am Lichtschalter spielen. Doch weil man ihn nicht gut einfügen konnte und er doch ziemlich seltsam und gruselig war, änderte man das Ganze schnell ab und da Steven Hillenburg und die Crew selbst Fans von dem alten Film von Nosferatu waren, bauten sie ihn einfach schnell in die Folge ein. Thaddäus Light. Seit langem gibt es die Theorie, dass jemand bei SpongeBob eine sehr, sehr starke Abneigung gegen Thaddäus besitzt. Denn seit Hillenburg die Show verließ, gab es plötzlich unfassbar viele Szenen, in denen mit angesehen werden konnte, wie Thaddäus Leid und Schmerz zugefügt wurde. Manchmal dauern Szenen, in denen Thaddäus Schmerzen hat, unnatürlich lang und manche sind extrem detailliert. So gibt es eine Szene, wo Thaddäus mit SpongeBob eine Couch trägt, diese Couch auf Thaddäus Fuß abgestellt wird und SpongeBob sie dann so lange auf seinem Fuß hin und her bewegt, bis sein Zehennagel rausgeht. Manche Leute glauben, dass es irgendwen geben muss, der bei SpongeBob arbeitet und Genugtuung darin sieht, Thaddäus leiden zu lassen. SpongeBobs Werbung. Es gibt eine sehr seltsame Folge von SpongeBob, in der er in einer Werbung arbeiten muss. Dabei wird er als Schwamm verwendet und gefilmt, nur mit dem Zusatz, dass er dabei nackt sein muss. Die ganze Zeit sieht man ihn und man sieht in seinem Gesicht, dass er unglücklich ist oder dass es ihm unangenehm ist. Manche Leute meinen nun, dass SpongeBob hierbei gar keine Werbung gedreht hat, sondern in Wahrheit einen anderen Film drehte, der für jüngere Zuschauer nicht so angebracht war, wenn ihr versteht, was ich meine. Sweatin' It.
Sweatin' It ist eine verschwundene Szene aus SpongeBob, die nur wiederentdeckt wurde, weil jemand die sogenannten Production Cells dazu auf eBay gefunden hatte. Production Cells sind die originalen Zeichnungen, die für die Serie angefertigt wurden und in der Serie dann selbst zu sehen waren. Alle Bilder in den ersten Staffeln wurden handgezeichnet. Ich selbst habe so zum Beispiel ebenfalls eine Production Cell von Meerjungfrau Mann, wie er auf dem Boden liegt. Diese Production Cells zeigen eine Szene, die nicht weiter relevant ist. Letztlich sieht man nur, dass SpongeBob wütend wird und rot anläuft. Und das war's auch schon. SpongeBob in Teheran. Im Iran gibt es 3 Filme von SpongeBob, die extra für die dortige Zuschauerschaft produziert wurden. Diese Filme sind nicht offiziell und sehen auch eher wie billig produzierte Spin-offs aus. Sie heißen SpongeBob in Teheran und genau darum geht es auch. In den Filmen sieht man, wie SpongeBob und Patrick die Hauptstadt des Irans besuchen. Und alles ist ziemlich seltsam, sie essen ein paar Sachen, reden mit Leuten, es wirkt einfach nicht wie ein SpongeBob-Film. SpongeBobs Behaarung. In einer Folge verabschiedet sich SpongeBob von Sandy, indem er sagt, dass er sich noch die Haare schneiden muss. Daraufhin wirkt Sandy sehr verwundert, dass SpongeBob doch eigentlich gar keine Haare besitzt. Danach erkennt man in ihrem Gesicht einen Schock und sie sagt so etwas wie: "Oder meint er etwa?" und stoppt danach. Dies ist scheinbar eine Anspielung darauf, dass SpongeBob zwar keine Haare auf dem Kopf hat, aber dafür woanders. Ich weiß wirklich nicht, warum das in den Eisberg musste, aber jetzt wisst ihr es immerhin. Ebene 6. Kommen wir mal wieder eine weitere Ebene tiefer und kommen weiter zu verstörenden und seltsam skurrilen Infos über SpongeBob. Jammer. Jammer ist eine gruselige Gestalt, die in einem SpongeBob-Spiel gefunden wurde, das man auf der offiziellen Seite von Nickelodeon spielen konnte. Es handelt sich dabei um ein ziemlich harmloses Flash-Game, doch als manche Leute sich die Dateien des Spiels genauer angesehen hatten, bemerkten sie eine gruselige Gestalt, die als Bild in den Dateien enthalten war. Diese Gestalt war nur mit dem Namen Jammer betitelt. Sofort gab es im Internet viele Überlegungen, wer dieser Jammer denn sein könnte. Gleichermaßen bemerkte man auch andere Bilder in den Dateien, die im Spiel nicht aufzufinden waren. So der zerrissene Astronautenanzug von Sandy. Dadurch entstand die Theorie, dass Jammer ursprünglich in das Spiel eingebaut wurde und als eine Art Monster fungierte, das Sandy angriff und entführte. Oder ihr vielleicht sogar Schlimmeres antat. In Wahrheit war Jammer allerdings nur ein Platzhalterbild, das aus Versehen im Spiel gelassen wurde. Es hatte keinen tieferen Nutzen. Annie in the Store. In der Folge, wo SpongeBob und Patrick Mr. Krabs mitnehmen, um ihnen eine Partynacht zu zeigen, gibt es eine Szene, wo sie in einen Waschsalon rennen und dabei Dinge schreien. Mr. Krabs soll hier angeblich in der englischen Version die Worte rufen: "Annie in the Store." Wenn man sich die Szene anhört, klingt es tatsächlich so, als ob er das Ganze sagen würde. Es gibt bis heute keine eindeutige Erklärung, was er eigentlich rufen soll. Vielleicht war es auch einfach nur ein Witz der Produzenten. Patrick hat einen Hirnschaden. Eigentlich ist dieser Punkt des Eisberges kein Rätsel. Mehrfach in der Serie ist mit anzusehen, dass Patrick deutlich dümmer ist als alle anderen um ihn herum. Viele Fans sind sich dabei sicher, dass dies daran liegen muss, dass er vielleicht eine Art Hirnschaden aufgrund einer Verletzung hat. Denn in einer Folge, wo er die Spitze seines Kopfes verliert und stattdessen sich eine andere aufsetzt, wird er plötzlich unfassbar klug. Dies zeigt, dass sein Gehirn selbst, die Spitze seines normalen Kopfes also, in Wahrheit das Problem ist und es dort irgendeinen Schaden geben muss. Thaddäus ist tatsächlich talentiert. Wenn man an Thaddäus denkt, dann denkt man vermutlich auch daran, dass er ein Möchtegern-Künstler ist, der in Wahrheit überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Doch genau das stimmt tatsächlich nicht, denn in Wahrheit ist er extrem talentiert. Zwar ist sein Klarinettenspiel schlecht, aber seine Malereien sind perfekt. Denn er schafft es, sich selbst in allen möglichen Zeichnungen richtig abzubilden. Er zeichnet sich in unterschiedlichen Stilen, aber sie alle sehen sehr Zeichentrick- oder Cartoon-mäßig aus. Viele Leute im Internet sagen, dass der Fakt, dass er sich, der eine Zeichnung selbst ist, perfekt als Zeichnung zeichnen kann, gleichbedeutend damit ist, wie ein Mensch, der ein Gemälde von sich malen kann, das aussieht wie ein Foto. Er kann also wirklich gut zeichnen, es wird nur nicht gewertschätzt. Plankton benutzt Fisch. Eine sehr kurze Erklärung, da es eine Theorie ohne wirkliche Belege ist. Angeblich soll Plankton Fische für sein Essen benutzen.
Dies soll unter anderem der Grund sein, warum niemand bei ihm essen will. Aber wie gesagt, dafür gibt es keinerlei Belege. Es ist nur eine gruselige Theorie und mehr nicht. Ebene 7, die vorletzte verstörende Ebene, bevor wir in die tiefsten Tiefen dieser Serie abtauchen. Patchy ist geisteskrank. Viele kennen vermutlich noch Patchy, den Piraten. Ein Pirat, der zu Hause mit seinem Papagei lebt und ein unglaublich großer Fan von SpongeBob ist. Und auch wenn man als Kind das Ganze gesehen hat, ohne sich dabei was zu denken, fällt einem spätestens jetzt auf, dass da etwas ganz so gar nicht stimmte. Denn erstmal offensichtlich ist Patchy kein echter Pirat. Er ist ein erwachsener Mann, der in einem normalen Haus lebt und sich lediglich für einen Piraten hält und sich so auch verkleidet. Sein Papagei selbst ist auch nur eine Marionette und kein echter Vogel, mit dem er redet. Er lebt also quasi in seiner eigenen Fantasiewelt, die er sich erschaffen hat, und besitzt zudem eine krankhafte Obsession mit SpongeBob. Das Ganze deutet für viele Leute darauf hin, dass Patchy vielleicht in Wahrheit ein Mann ist, der eine Geisteskrankheit besitzt und deswegen sich all diese Dinge einbildet. Verbotene Bilder in Super Sponge. Eigentlich ist Super Sponge ein sehr beliebtes und harmloses Spiel für die PlayStation 1. Man würde nicht erwarten, dass es hierbei ein gruseliges Mysterium gibt, aber tatsächlich versteckt sich in den Dateien des Spiels etwas, das definitiv nicht für jüngere Zuschauer geeignet ist. Denn ohne etwas mitzuteilen, versteckten die Macher des Spiels einige Zeichnungen von SpongeBob und Co. in den Spieldateien. Manche dieser Zeichnungen sind relativ harmlos. So sieht man auf einer Zeichnung zum Beispiel SpongeBob und Patrick, wie sie vor Thaddäus stehen und Angst haben, während andere Zeichnungen sehr explizit sind. So kann man in manchen Zeichnungen sehen, wie, um das Ganze jetzt mal vorsichtig auszudrücken, SpongeBob und Patrick oder Patrick und Sandy Spaß miteinander haben. Ein anderes Bild zeigt zum Beispiel SpongeBob mit einer Latexmaske, einer Peitsche, hochhackigen Schuhen und Nieten. Ich glaube, ihr versteht, worauf das Ganze hinausläuft. Bikini Bottom entstand durch Atomtests. Ein sehr bekanntes Mysterium, aber trotzdem sehr interessant. Es geht darum, dass die lebenden Fischwesen von Bikini Bottom entstanden sind, weil nukleare Verseuchung dazu führte, dass diese Tiere mutierten. Tatsächlich ist der Name Bikini Bottom nicht irgendwie gewählt worden, sondern er ist an das Bikini Atoll angelegt. Der Ort, wo die Amerikaner tatsächlich nukleare Sprengung durchgeführt hatten. SpongeBob könnte also nur die Folge dieser Tests sein. Burger King's Ballons. Burger King hatte einmal im Jahr 2004 eine Kooperation mit SpongeBob. Um das Ganze zu bewerben, wurden große aufblasbare SpongeBobs auf die Dächer der Burger King Filialen gesetzt. An sich eine wirklich gute Marketingidee, nur dass dieser Plan deutlich nach hinten losging. Denn binnen weniger Wochen wurden extrem viele dieser Ballons einfach geklaut. Die Leute fanden diese Ballons so cool, dass sie nachts auf die Dächer der Filialen kletterten und sie einfach abbauten. Ein sehr großes Verlustgeschäft. SpongeBob und Patrick als Menschen. Eine Szene aus dem ersten SpongeBob-Film, die nie animiert wurde, sollte zwei Menschen zeigen, die genauso aussehen wie SpongeBob und Patrick. Sie waren quasi die Gegenstücke von SpongeBob und Patrick in der realen Welt. Dies wäre an sich auch schön und gut gewesen, nur dass die angefertigten Zeichnungen von SpongeBob und Patrick von den Menschenformen extrem seltsam waren. Kommen wir nun zur Ebene 8 und wir befinden uns schon fast auf dem Grund dieses Eisberges. Also macht euch gefasst. Mr. Krabs ist nicht Perlas Vater. Mr. Krabs ist eine Krabbe und Perla ein Wal. Dass rein logisch die beiden nicht verwandt sein können, müsste eigentlich klar sein. Doch wenn Mr. Krabs nicht Perlas Vater ist, was genau ist er dann? Und warum nennt sie ihn Daddy? Eine Theorie aus dem Internet ist, dass er in Wahrheit nicht ihr Vater, sondern ihr Sugar Daddy ist. Dies kann man auch daran erkennen, dass er ihr immer wieder teure Dinge kauft und sie eigentlich auch nur zu ihm kommt, wenn sie etwas von ihm haben möchte. Das Ganze wurde natürlich nie bestätigt, aber es ist mal eine Theorie, über die man nachdenken kann. SpongeNob. Ja, aus Gründen der Monetarisierung sage ich zu der ganzen Sache mal nicht viel. SpongeNob ist letztlich eine Parodie, die für Erwachsene gemacht wurde. Das Kostüm von SpongeBob ist hierbei ziemlich gruselig und verstörend.
Solltet ihr über 18 Jahre alt sein und euch dafür interessieren, könnt ihr gerne recherchieren, aber für alle unter 18 Jahre, glaubt mir, ihr verpasst nichts. SpongeBob und die FBI. Es gab einmal eine Parodie von SpongeBob, die von der Comedy-Serie Saturday Night Live angefertigt wurde. In der Parodie ging es darum, dass unterschiedliche US-Präsidenten ein Video gegen den Irak produzieren wollten. Eine Person, die in diesem Video mitspielen sollte, ist SpongeBob. Doch als dieser sich weigert, Lügen im Video zu verbreiten, wird er vom FBI festgenommen und man lastet ihm Straftaten an, die er gar nicht begangen hatte. Dieses Video ist eine Kritik an dem vergangenen Verhalten der US-Regierung. Ebene 9. Jetzt sind wir wirklich am Grund der SpongeBob-Welt angekommen und haben die düstersten Theorien und Fakten. Skin Theory. Zu dieser Theorie von SpongeBob habe ich schon ein ganzes ausführliches Video gemacht. Letztlich geht es darum, dass es im Bikini Bottom scheinbar angesehen oder okay ist, wenn man die Haut von anderen Fischen oder anderen Tieren trägt. In mehreren Szenen kommt es in der Serie vor, dass jemand scheinbar die Haut eines anderen Fisches anhat. Oder in der Folge, wo SpongeBob die Wohnung nicht verlassen will, sieht man sogar einen Gorilla, der die Haut von Patrick trägt. Die ganze Theorie ist viel verzwickter, als ich jetzt darstellen kann. Wer also alles wissen will, kann sich gerne das Video in der Beschreibung einmal angucken. Die einzige Erklärung, die es wirklich dafür gibt, ist, dass alle Bewohner in Bikini Bottom entweder einem seltsamen Kult angehören, der das Ganze gutheißt, oder dass sie alle zusammen an einer Massenpsychose leiden. SpongeBobs düstere Vergangenheit. SpongeBob hat schon vieles getan, was schlimm gewesen ist. Doch kaum etwas war so schlimm wie das, was SpongeBob in Sandys Labor tat. In einer Folge, wo SpongeBob Sandy helfen will mit einem Experiment, sagt Sandy, dass er sich fernhalten soll von ihren Geräten, da er ja bestimmt nicht will, dass das gleiche passiert wie beim letzten Mal. Daraufhin deutet Sandy auf das Fenster und wir sehen vor ihrem Fenster einen Friedhof voller Grabsteine. Dutzende Grabsteine stehen hier dicht an dicht gereiht. Was auch immer SpongeBob also in Sandys Labor getan hatte, es führte dazu, dass unfassbar viele Fische ihr Leben lassen mussten. Bestraft wurde er dafür natürlich nie. Episode 5572-220. Es gibt eine Folge von SpongeBob aus dem Jahr 2004, die scheinbar nie veröffentlicht wurde. Vor einigen Jahren bemerkte man in offiziellen Tabellen releaseder SpongeBob-Folgen, dass alle veröffentlicht wurden, außer die Episode 5572-220. Es gab nie ein öffentliches Statement, warum genau diese Folge nie gezeigt oder sogar verboten wurde. Manche sind der Meinung, dass es vielleicht einfach eine falsche Nummerierung gab und daher die Folge übersprungen werden musste. Doch andere haben deutlich düsterere Vermutungen. Manche glauben so zum Beispiel, dass vielleicht die echte Red Mist-Episode diese Folge war, und andere sprechen davon, dass es eine Folge gewesen ist, deren Inhalt so schrecklich und gruselig gewesen sein muss, dass man die ganze Folge direkt löschen musste und sie nicht mehr zurechtschneiden konnte. Genau wissen werden wir es vermutlich nie. Das Ende von SpongeBob. Tatsächlich gibt es eine SpongeBob-Folge, die zur offiziellen SpongeBob-Story gehört und das Ende von SpongeBob selbst zeigt. Es geht dabei um die Folge Die Steinbobs. In dieser Folge passiert es, dass ein schrecklicher Sturm durch Bikini Bottom zieht und nicht mehr aufhört zu wehen. Viele Bewohner vermuten, dass es daran liegt, dass Neptun verärgert wurde und sich nun an den Bewohnern rächen will. Besonders schlimm trifft es dabei SpongeBob, denn sobald er vor die Tür tritt, zieht der Wind durch seine Löcher und erzeugt dabei einen lauten Pfeifton. Dieser Ton zieht Quallen an, die ihn umschwirren und jeden stechen, der sich SpongeBob nähert. Dadurch wenden sich seine Freunde von ihm ab und da er nicht weiter weiß, was er tun soll, flieht er aus der Stadt und zieht sich in eine Höhle zurück. Dort baut er SpongeBobs aus Stein, die die gleichen Töne wie er erzeugen, damit die Quallen die Steinbobs umschwirren und nicht ihn. Er arbeitet viele Jahre daran und schafft es irgendwann, nachdem er riesige Steinbobs gebaut hat, die Höhle zu verlassen, nur um dann mit anzusehen, dass Bikini Bottom komplett durch den Sturm zerstört wurde. Der Sand stapelt sich Meter hoch und die ganze Stadt ist verlassen. Die Folge endet mit einer Zukunftsvision, in der man sieht, dass spätere Zivilisationen die Überreste der Steinbobs entdeckt haben. Das bedeutet also, das offizielle Ende von SpongeBob ist, dass er nach Jahren der Einsamkeit bemerken muss, dass alle, die ihm wichtig sind, längst nicht mehr am Leben sind. SpongeBob wird die Menschheit überdauern. Dies ist ein Fakt und keine Theorie.
SpongeBob hat unfassbar viel Merchandise und diese Produkte, die häufig aus Plastik bestehen, werden noch deutlich länger da sein, als wir Menschen vielleicht auf der Erde sein werden. Sprich, wenn wir schon längst nicht mehr existieren, wird man wahrscheinlich weiterhin irgendwo ein SpongeBob-Spielzeug finden können. Steven Hillenburg wollte uns warnen. Der letzte, sehr kryptische Eintrag des Eisberges. Es geht vermutlich darum, dass eventuell die Theorie stimmt, dass zum Beispiel Bikini Bottom durch atomare Tests oder Umweltverschmutzung entstanden ist. Und Steven Hillenburg wollte die Sendung nur deswegen erschaffen, um uns alle zu warnen, was passieren wird, wenn wir uns nicht bessern. Genau wissen, ob er solche Ideen hatte, können wir aber nicht. Und das war der gruselige SpongeBob-Eisberg. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.